So, ich wechsle nur mal ganz kurz wieder auf 7 zurück und dann würde ich sagen, speichere ich auch mal. Nein. So, speichern. Denn jetzt geht's ja los mit der Mission. Ich meine, gut, die wird jetzt nicht so schwer werden, weil wir einfach schon so overpowered sind immer noch. Aber was soll's? Was soll's? So, mal schauen, wie sie wird. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird hier jetzt. In diesem Kampf. Denn es sieht wirklich nicht gut aus für Rubrum. Ich bin... Also, ich weiß echt nicht, wie genau die jetzt gestalten werden hier. What's the matter? Hust, hust. Machina kommt doch zurück, oder? Entschuldige, ich sollte dich damit nicht nerven. Ihre Gedanken sind nur bei Machina. Okay. I'm for you. We're counting on you. Ja, ja, schön. Es geht los. Machina's missing again. Where could he be? To think that he would flake out before this big a mission. Yeah. Well, I'm sure he'll be back soon. My, aren't we the eternal optimist? Flattery won't get you anywhere. It's not flattery. Oh, found you, found you! What now? Oh, come on, don't get all uptight. It's a genuine order. Hmm? Well, what's it say? The troops engaging the Imperial forces to the west need reinforcements. The order is to send some members from Class Zero. All right. I would bet even just 3 of you could take out a whole platoon. They're counting on you. Oh, by the way, I'm on the Eastern Line, so maybe we'll meet in the skies. Okay, na good dann. Luck to you. Lass uns mal loslegen. Müssen wir uns jetzt irgendwie aufteilen? Ich habe irgendwie so das. Also, es klang gerade irgendwie so, als ob es passieren könnte, dass wir uns aufteilen müssen. Ein paar an die West, ein paar an die Ostfront. Schauen wir doch einfach mal. Die Klasse 0 hat Marschbefehl. Sowohl für die militische Front im Westen an der großen Brücke, als auch gegen Concordia im Osten über Judecca erhalten. Siehste mal, dachte ich mir doch. Bereit? Na klar doch. Nennen wir zuerst eure Aufstellung für den Kampf an der großen Brücke an der Westfront gegen Militis. Die Schlacht auf der großen Brücke. Den heftigen Angriffen der militischen Truppen ausgesetzt, sendet die Republik eine Einheit Kadetten auf einen Sturmangriff, um den Vormarsch des Imperiums aufzuhalten und Zeit zur Beschwörung einer arkanen Esper zu gewinnen. Die Klasse 0 muss bis zur großen Brücke vorstoßen, um die dort stationierten militischen Truppen zu vernichten. Okay, die Frage ist, welcher Einsatz ist schwieriger? Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Bei den militischen Truppen, die kennen wir schon relativ gut. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir da die zweite Truppe nehmen. Ah, ich weiß es nicht so richtig. Die Sache ist halt, bei den konkordischen Truppen, ich weiß nicht so richtig, womit die angreifen. Bei den Militen, da kennen wir zumindest schon so ein bisschen die Muster, um mal Verhängnistreffer zu landen und so. Ah, oder mache ich eine Mischung aus... Ja, ich glaube, ich mache eine Mischung aus beidem. Und zwar machen wir mal... Unterführung von King. Dann kriegst du noch Queen mit rein und... Sagen wir mal... Kater. Die übrigen Mitglieder werden dich im Kampf in der Reihenfolge... Blablabla. Die Kadetten werden sich in der Luftwaffe... Achso, die Schlacht über Judecca. Die Kadetten werden sich der Luftwaffe anschließen... und sie beim Kampf gegen die konkordischen Truppen unterstützen. Der entscheidende Kampf gegen die konkordische Drachenflotte wird aller Voraussicht nach über der Meerenge von Judecca stattfinden. Auch die Klasse 0 wird sich mit einer Gruppe aus 10 Kadetten an der Mission beteiligen. 10 Kadetten! Okay, der ganze Rest sozusagen. Na dann. Ich hoffe mal, meine Entscheidung war okay so, wie ich das jetzt getroffen habe. Werden wir sehen. So, Ausrüstung brauchen wir nicht ändern. Spezialformation, bleiben wir bei der Trinität. Ich werde die wahrscheinlich eh nicht benutzen müssen. Okay. 7, 9 und Trey. Klingt eigentlich auch gar nicht so schlecht, das Team. Dann, let's roll. Rubrum enacted a two-front operation in response to the joint Militesi-Concordian invasion.
The Dominion Air Fleet was dispatched, carrying the majority of the cadets to engage the Concordian main fleet. The two military forces collided above the Strait of Giudecca, near their shared border. Die Schlacht von Giudecca. Hubrumer Flotte, 8 Schlachtschiffe, 13 Korvetten, 42 Kreuzer. Concordias Streitkräfte, 37 Einheiten, einschließlich der Sterngarde, 3676 Drachen. The battle began with a breath attack by Soryu, an Azure Dragon Lassie. Taking advantage of the confusion in Rubrum's ranks, the Concordian Vanguard units Ascension and Fury initiated combat. Rubrum's 7th Autonomous Summoning Platoon called upon Bahamut to come forth and retaliate. It's Bahamut! Go! Wow. Regrouping, the 11th Autonomous Summoning Platoon also joined the fray, summoning Odin. With the aid of the Eidolons, Rubrum's forces succeeded in repelling Concordia's vanguard. Oh, das war die Vorhut. Na super. However, even as the mighty Eidolons continued to repel the Concordian forces, they were engulfed in Soryu's breath attack. This instigated Vermilion Bird Lassie Shuyu to engage the Azure Dragon Lassie. Heilige Scheiße, ist hier was los? The clash between the Lassie turned the uncertain conflict into a battle of attrition between the conventional forces of both nations. Holy moly! Order! An Deck der Aximo sind wir. Wehrt die Drachen so lange ihr könnt mit der Mana Gatling ab. What? Okay. Incoming enemy unit confirmed. Das ist ja spannend. Concordian Army, huh? Well, let's get started. Target at 5 o'clock. Don't let even one get close. Okay. Töte die Drachen. Ja, gib mir noch ein paar. Ich hoffe mal, es ist okay, dass ich bloß auf einer Seite hier reinschaue. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf mehreren gleichzeitig schauen müsste. Guck mal her, ja. Gut, scheint aber zu passen so. Soweit nicht allzu herausfordernd. Der Verhängnistreffer für alle! So interessant, wie sie immer angeflogen kommen. What? Moment, geht's sofort los? Okay.
Oh, hi! Ach, wie süß. So, gib mir mal die Sepia-Anima. Order ausgeführt. Ich wusste, ihr schafft es. Gut, das war jetzt nicht so hart. Ich würde sagen, wir gehen wieder an die Gatling, schätze ich mal. Wehrt die Drachen, solange ihr könnt, mit der Mana Gatling ab. Natürlich. Auf geht's. We've engaged a 5-star dragon. Send help at once. Concordian troops approaching from starboard. Be careful. Ich glaube, ich bin Steuerbord, oder? Ja. Okay, soweit nicht allzu herausfordernd. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Oh. So, ist immer doof, wenn man lesen will gleichzeitig, während man hier auf Ziele drauf geht. Na, komm her. Kommst du wohl? Geht doch. Okay. Nächste Drachenrunde an Deck gleich, oder wie sieht's aus? Oh, shit! Okay. Ist der Große jetzt unser Ziel? Na, herzlichen Glückwunsch. Order. Greift den Drachen der Sterngarde mit der Mana Gatling an. Alles klar. Wenn's sonst nichts ist. Okay. Na dann, einfach mal draufhalten. Mehr können wir eh nicht tun, ne? Was bleibt uns anderes übrig? Oh, shit. Jawohl, immer drauf auf die Sau. Komm schon. Zumindest den ersten Balken könnten wir eben nochmal abnehmen, wa? Es ist nicht so effektiv, muss ich zugeben. Aber was willst du machen? Wir haben nicht allzu viel Wahl. Wir können bloß immer weiter draufhacken. Okay. Ich schätze, ich sollte ausweichen. Oh! Class Zero, we need you to engage in hand-to-hand combat on top of the frozen clouds. We've encountered Concordian troops! Be careful! They're using monsters! Neue Order? Eilt zum Ruhrpommer Flaggschiff und erobert unseren Stützpunkt zurück. Okay, ich würde sagen, wir haben ein unglaubliches Schwein gehabt, dass wir hier oben gelandet sind. Eine Kennungsmarke für mich. Gut, und dann lasst mal wegziehen von hier. Sind wir also volle Kanne in Sorius Atemattacke reingerannt? Oder reingeflogen? Es war also eigentlich völlig egal, wie extrem wir auf den Drachen da draufhauen. Gut, weiter geht's. Pfad 1. These monsters are controlled by the Concordians. Aha. Waste them! So, gut, bei denen müssen wir eigentlich gar nicht so sehr auf irgendwelche Spezialmomente abzielen, auf irgendwelche, wie heißt denn, Verhängnistreffer, meine ich. Einfach vom Level her, weil Seven so der Shit ist. Naja. Ah, komm her. Komm her. One-Hit-Kill. Sehr schön. Die halten wirklich nichts aus.
Gut. Und weiter. Ich weiß halt nicht, gibt's hier was für uns einzusammeln? Ich glaube nicht so wirklich, ne? Lass einfach gehen. Send out the beast! Könnte ich das mal kurz schauen? Naja, doch, ein paar Sachen gibt's, aber... egal. Du da. Ja. Sehr gut. Ja, ich krieg ihn. Okay, sehr gut. We go west to provide backup. So, ich würde ihn ja gern treffen, aber er bleibt immer so weit auf Abstand, dass ich wirklich nicht rankomme. Ah, sehr gut. So. Die Anime sind meine. Wo müssen wir denn hin? Nach Norden. Alles klar. Okay, nicht so ganz nach Norden, aber so halb. So, ein paar Yetis sehe ich schon. So, machen wir da erstmal die Soldaten hier platt. Hier. Nicht doch, nicht doch. Wer wird denn gleich so ungehalten sein? Natürlich, die es am wenigsten braucht, kriegt das Level ab, ist ja logisch. Sehr gut. Bei Trace ist schon etwas wichtiger. Der ist von meiner 6er-Truppe, glaube ich, der mit dem niedrigsten Level gewesen. Gut, irgendwann müsste hier ein Gegenstand rumliegen, glaube ich, ne? Laut Karte, ja. Question is where? Nehmen wir doch den. Gut, und weiter. Nicht lange rumtrödeln, wir haben einen Job zu erledigen. Kupo? Gegen ihn habt ihr keine Chance, Kupo. Geht zum Hauptquartier, Kupo. Ja, musst du mir nicht zweimal sagen. Ich bin dann mal weg. Was ist das für einer? Kann das sein, dass das dieses Vieh ist, das die eine Concordierin mal gegen uns beschworen hatte? In Ingram damals? Nicht beschworen, aber gegen uns ins Zelt geführt sozusagen. So. Können wir weiter? Ja. Was ich mich gerade frage ist, wieso sammle ich eigentlich von den Leichen immer die Kennungsmarken ein? Ich dachte, die müssen die Kennungsmarken vorher abgeben. Naja. Verdammt. Here. Take this. Was jetzt? Ach so, du gibst ihm deine Kraft. Ich dachte, du redest mit mir. Na gut. Respond, please. Sieht alles nicht so gut aus hier, muss ich sagen. Forget it. It's all over anyway. Tja, was machen wir denn da? Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen wieder zurück? Ist ja auch interessant. Ach so, wir müssen... ja, okay, ich hab's gesehen. Pantyblitzer! So, den sammeln wir noch kurz mit ein, den Supertrank. Und dann... war da gerade was? Ach so, nee, ich dachte, da wäre ein Kreuz im Eis, aber... also, sowas zum Anvisieren, aber war wohl es auch nicht. Nagi, was machst du denn hier? Oh! I see you're still alive. Hey, ja, kann man so sagen. Well, moving on, there's a tough critter up ahead. Klingt super, ich freue mich drauf. And it's preventing some of our forces from joining up. Na dann ist doch gut, dass wir da sind. What do you say to lending them a hand on your way? Na klar. Class Zero, go and assist the survivors. Copy that. Are there any survivors? Let's go.